Am Pfingstmontag steht das Kreispokalfinale Hanau an. Und bessere Bedingungen kann man sich nicht vorstellen. 26 Grad, knapp 1500 Zuschauer, ein perfekter Rasen, zwei Verbandsligisten und gleichzeitig die beiden besten Hanauer Mannschaften. Hessens ältester Fußballclub, der erste Hanauer FC 1893 und der SC Hanau 1960. Ein Duell auf Augenhöhe, das zusätzlich durch das Torverhältnis gestützt wird. Beide Teams schossen in der Liga 69 Tore. 10 davon steuerte Hanau 1960-Spieler Benjamin Braus bei. Die Besonderheit? Er ist Innenverteidiger. Im vollen Herbert-Dröse-Stadion startet Hanau 93 in Weiß von rechts nach links. Die erste Gelegenheit bekommen aber die 60er. Die Flanke kommt auf Braus, der legt ab auf Mahbub, doch der Schuss komplett ungefährlich. Die nächsten 20 Minuten passiert fast nichts und wenn, dann über Standards. Benjamin Braus kann Freistöße, doch hier fehlen einige Zentimeter. Das war's dann auch schon mit Hälfte 1. Hanau 93 investiert nun mehr. Giszewski bekommt den Ball 20 Meter vor dem Tor und probiert es. Eine erste Probe für Keeper Özes. Nun immer mehr kleine Fouls in der Partie, damit auch mehr Freistöße. Und einer wird bei Standards immer gesucht und auch gefunden. Benjamin Braus! Doch der Ball landet auf und nicht im Netz. Beide Teams ideenlos. Ein Beispiel gefällig? Ex-Profi Michael Fink zieht einfach mal aus 35 Metern ab. Gleiche Distanz, andere Seite. Natürlich wieder über Braus. Sein Freistoß kommt gut! Fast die Entscheidung in der 85. Minute. Der 25-jährige Braus hatte bereits einen Profivertrag bei Chievo Verona, doch der Durchbruch gelang ihm nicht. Nach 90 Minuten steht die Null bei beiden Teams, Hanau 1960 war jedoch näher an der Führung dran. Die Teams schwören sich ein letztes Mal ein, bevor es in die Verlängerung geht. In der ersten Hälfte passiert absolut nichts. Die 90 Minuten haben ihre Spuren hinterlassen. Die letzten 15 Minuten laufen und beide Teams wirken wie ausgewechselt. 93 jetzt über Hagi Khan und der packt den Hammer aus. Keeper Erzöz kann den Ball jedoch entschärfen. Der Ball dreht von ihm weg, doch der 27-jährige Kapitän ist auf der Hut. Wieder 93. Ries bringt den Ball auf Fischer. Unglaublich. 5 Meter frei vor dem Tor haut er das Ding meterweit drüber. Können die 90er den Fehler bestrafen? Noch 5 Minuten. Braus schickt Parker auf die Reise. Die Flanke wird abgefälscht. Latte. Okutan legt ab auf Aydilek und Muratoglu klärt auf der Linie. Jetzt ist richtig Feuer in der Partie. Botor über links wird von Parker abgeräumt. Gelb für Parker, Freistoß für den HFC. İlker Bicakci bringt den Ball rein. Prüm versucht es und das Ding ist drin. 119. Minute und das Stadion bebt. Christoph Prüm mit der Entscheidung. Der 32-jährige Innenverteidiger spielte einst in der Regionalliga und schießt Hanau 93 jetzt zum Titel. Der SC in Schockstarre. Jeder hatte sich schon auf ein Elferschießen eingestellt, doch dann kam Prüm. Kurz danach ist es dann offiziell. Hanau 93 gewinnt den Kreispokal und darf am Hessenpokal teilnehmen. In einem eher schwachen, aber ausgeglichenen Spiel konnte sich der Traditionsclub am Schluss durchsetzen. Für die Truppe um Benjamin Braus geht es bereits am Sonntag wieder gegen die Hanauer. Diese sind in den Gedanken aber komplett woanders und beschäftigen sich jetzt erstmal mit dem Feiern und dem Bedanken bei ihren Fans, die heute wieder Bundesliga-Niveau hatten.